Hallo Freunde, gerne Spur. Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, Zuseher meines Kanals, ich begrüße euch aufs Herzlichste. Dann mal ein Stück nach unten gehen. So, jetzt. Ja, was passiert? Hab's euch ja das letzte Mal gezeigt, das ist ein Packerl gekommen vom Rolf. Und ja, da nehme ich jetzt euch einfach mit. Das wird wieder was Längeres werden. Es waren 4 Locken und 3 davon zeige ich euch, wie ich es repariert habe. Von der 4. Das ist die E10, habe ich drin. Das zeige ich euch gar nicht, weil das war ein Lacher. Da waren die Kontakte ein wenig schwach von der Leiterplatten. Ich habe die ein bisschen angelötet, dass er ein wenig Erhöhung ist und dann sitzen die auch schöner. Motor habe ich direkt geschlossen. Über ein Kabel, also 2 Kabel. Dann ist auch da der Kontakt sauber. Dann haben die Aufsetzer weg gewesen und die Lok läuft wunderbar. Ihr seht es am Schluss nachher mit einem kleinen V-Video. Und was ich sonst gemacht habe, schaut es euch an, lasst euch überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielleicht kann wieder der oder andere was mitnehmen. Teilweise ist es auch recht chaotisch zugegangen. Aber der schaut selber. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Video. Bis demnächst in diesem Theater. Euer Analoger. Viel Spaß. Und da kommt sie. Sie ist jetzt schon ein paar Routen gelaufen. Man gut, ein feinfühliges Fahrverhalten kostet jetzt da nicht erwarten davon. Aber ja. Sie fährt sehr, sehr schön, muss ich sagen. Kann man mal nicht gelten lassen. So, und dann gehen wir zur V200, lassen wir die fahren. So, V200. Bin ich leider nicht so zufrieden. Sie läuft schon, aber der Motor ist ausgelutscht. Da ist nicht mehr viel zu machen. Der gehört eigentlich raus. Ja. Aber naja. Sie zückt noch. Aber man hätte schon, der ist am Schorn am Kratzen. Nein. Der ist das nicht mehr, was er soll. Fällt auch unheimlich ab. Ja, sieht man da schon. Bisschen Steigerung und dann ist einfach. Ich werde es vielleicht nochmal probieren, aber ich glaube nicht. Schauen wir mal nochmal. So, also, dann haben wir wieder am Tisch. Vor uns liegt eine BE41. Von Arnold. Seht ihr das? Seht ihr diese Fasern, das ganze Graffel da drinnen? Das ist ganz klar, dass die nicht richtig läuft. Ich habe es jetzt auf der Plattenkupferin drum gehabt. Ja, sie zuckelt und ruckelt, aber halt nicht so wie es soll. Dann ist mir aufgefallen, ob da ein Tender liegt. Dann war so muss ich es hier drin. Hat da ein Kabel gefällt. Lass mir mal den wieder nehmen. Da war das Kabel ab. Ja, und dann habe ich mir das so angeschaut. Da waren die Kontakte, die waren komplett übermalt. Also sprich nichts drauf. Und wenn ich mir das Ding jetzt so drauflege und schauen wir das an. Hallo erstmal, da fährt es nicht. Wa? Weil da wenn wir das sehen, seht ihr das? Na, ich habe ja da keinen Kontakt nicht drauf. Ich komme ja da gar nicht hin. Warum auch immer, kriege ich da keinen Saft auf. Das ist nicht gut. Und da, na, da kann man ein bisschen mehr kriegen, aber auch nicht so, dass ich sage, das tut sie. Also müssen wir da was einfallen lassen. Jetzt würde ich erst einmal
dieses Teil kehre mit Bremsenreiniger absprühen und dann ins Ultraschallbad schmeißen, in der Hoffnung, dass man das ganze Dreckzeug rausschmeißt, weil sonst das ist, nein, und komplett zlegen, es wird schon fast nichts anderes übrig bleiben, wenn man das anschaut, von die Bremsbacken da, ne, das ist ja, das ist ein starker Stück, der hier oben auch wieder, her, was das für ein Teil ist, ne? Grüne Fasern, ne, was ich gesagt habe, das ist nicht gut. Das tut keiner Lack gut, das ist einfach bloß schädigend auf der ganzen Linie. Ja, ich habe mir jetzt das gerade vorhin so überlegt. Ich werde sie komplett zerlegen, weil da ist so viel Zeil drin. Ja, also Steuerung raus, das ganze Getönse raus. Okay, langes Reden, kurzer Sinn. Das mache ich jetzt zuallererst einmal, bevor wir über das Tenderproblem gingen. Okay. Gut ist. Also, bis dann. So, also. Das schaut wieder gut aus. Ja. Dann haben wir das Teil auch gesäubert. Und wenn man das vorsichtig anzieht, dann geht's. Dann bleibt auch die Steuerung da, wo es hingehört. Ohne, dass man da irgendwie Probleme kriegt mit wieder Neubahn. Schau ich bloß einmal. Ja, stimmt nur. Gut, also. Und das setzen wir jetzt dann da wieder drauf. Den tun wir dahinter, wenn er ist raus dem Weg. Die Räder. Was sagt ihr das? Jawohl, kann man lassen so. Das sind die Stromabnehmer, die wollte ich da hochziehen. Aber wenn dann das Gehäuse sitzt, dann ist der sauber drauf und so wie er sich gehört. Ja? Gut. Steuerung habe ich wegen so angeschaut, also das passt eigentlich. Da ist also nichts verdrückt oder ähnliches. Und dann am Tender habe ich gemacht. Ja, jetzt zeige ich euch, ich habe mir da die kleinen Dinger ein wenig hochgebogen und dann habe ich eine ganz feine Beilage dazwischen gelegt. Jetzt habe ich da rundum Kontakt, ich meine, das fällt von der Höhe her gar nicht auf, denke ich zumindest, aber ich glaube, das müsste passen. Das sehen wir dann spätestens, wenn wir es wieder einbauen. So, jetzt brauchen wir dieses überdimensionale Teil von Glühbirne, wo ist jetzt das wieder? Meine Herren, halt da liegt es. Ja. Und die muss jetzt dann da rein. Müssen wir deswegen hochziehen. Ja. Dann kommt das Ding da rein. Ja, und schon sitzt er. Ob der dann, wenn er draufdrückt, noch geht, weiß ich nicht. Also kriegt er ein bisschen einen nach unten. Jetzt drückt er drauf, jawohl. Dann haben wir das auch schon mal. Einmal. Dann geht's weiter. Wir könnten jetzt hergehen und sagen, wir fuddeln den rein. Ja. Kommt dann so ein Teil da drauf, wie geht das, weiß ich noch nicht, halt, Gärtler denken, so, so Freunde der Zerlegten Lok, da bin ich wieder,
Ich habe gestern abrupt aufhören müssen, es ist nichts mehr gegangen. Die haben meine Hände geschmerzt. Und dann weiß ich dann, jetzt ist das Ende, da muss ich aufhören. So, jetzt bauen wir es einmal zusammen, das Teil. Ich habe das Gehäuse alles, das ist im Ultraschall gewesen, das ist sauber. Da fällt sich nichts mehr. Das Birnl hervorne habe ich wieder drin. Jetzt setzen wir das Ding auf. Das ist der Schalter für einen Rauchgenerator. Ob der geht, weiß ich nicht. Ich will ihn da nochmal testen, aber das pressiert man jetzt gar nicht. So, da tun wir uns einmal da rein. Ich habe ihn zwar gekennzeichnet, ist aber selbsterklärend, weil du hast hier unten die Stromschnupps ist. Da wird jetzt sogar auch ein bisschen ein wenig. Noch ein kleines bisschen. Aufbiegen, noch nicht viel, bloß ein bisschen, so, gut. Dann ist da hier unten ist ein ganz Federl drinnen, auf dem Bolzen, der wo das Ding nachher da, nächst, der soll das da wegen auffedern. So, dann tun wir jetzt da mal rein. Festriegeln tue ich noch nicht, jetzt tun wir erst einmal den rein. Aber nicht so, Gerhard. Nicht so, nein. Fangen wir jetzt schon wieder so an. Meistens. Zapfer, da ist er. So, sind wir drinnen. Da sitzt er. Und dann können wir unser Klammerl drauf. Da, wie es heißt, wenn wir die. Ah, sehen, also wenn gegangen. Die Kabel müssen nämlich unter dem Motor weg, sonst hast du da zu viel Spannung und dann geht der nicht mehr drauf. So, da. Und schon sitzt er. Dann haben wir unser Untergestell. Halt, da fällt jetzt auch das Blecherl. Das kommt da auf. Ja, lass mir deinen Schirm, was das ersetzt. So. Das ist praktisch mit Wechseln abstrahlen. Was der sauber. Da wird sie fit da. So. Drauf. Mal schauen wir, ob er drin ist mit den Lampen. Jawohl. Der Mann sitzt jetzt nicht schön da. Ja. Der Hebel. Er stoppt einmal. Das ist falsch, der kommt nicht da unten an. Denkfehler. Gärtler, Denkfehler. Der muss, wenn mich nicht alles täuscht, so auf. Was meint ihr? Habe ich recht oder stimmt's? Jetzt schaut die Sonne raus. Jawohl, wenn jetzt an der Kessel drauf ist. Dann kannst du das Ding sauber verschieben. Gut, also das müsste stimmen. Wie gesagt, Steuerung mache ich erst einmal, wenn das Gehäuse sauber sitzt. Tue ich den ein wenig so her, dass ich den so drauf tue. So, Schlaube mache ich trotzdem kurz eine. Also das kurz, die bleibt da noch drin. Weil wenn wir um der Steuerung anarbeiten, dass es auch sauber passt. Also stimmt schon mal nicht. Warum nicht? Müsste ich aber. Nein. Warum du nicht? Ja, der lässt sich aber da nicht mehr recht schirm. Also muss er auch da sein. Lass mich mal nadeln. Ja, das muss schon passen. Der muss schon passen. Nein. Warum nicht? Na.
Gut. Wo ist? Da ist. So. Bin ich jetzt blöd oder was? Hier wohl nicht dabei. Ja, jetzt ist die Stammrennen rausgegangen. Freilich muss die da rein. Kann doch wohl nicht dabei. Ach, sieht ihr das? Oh, Herrn, schmeißt Hüllen über Hüllen. Da ist meine die richtige. Ja, die ist doch ganz anders. Was tut denn die da? Ja. Ja. Okay, Gerhard. Ich werde alt. Freunde, ich werde alt. Da tut sie nichts mehr mit mir. Das ist ja. Schaut, das ganz anders aus. Hast du das gesehen? Und da geht rein wieder Bauer ins Wirtshaus. Jawohl. So. Sehr schön. Also gut. Jetzt ziehen wir eben. Da müssen wir ein wenig wieder rein ins Loch. Den hat es leicht verschoben, aber das ist Pumpe. Der kommt da rein. Der muss nach unten. So. Jetzt schauen wir mal, was wir für eine Lochung haben. Das war der da. Der könnte dann. Das so nicht. Da muss er so eine. Bleib halt da. Es geht schon wieder los. Jetzt bin ich noch gar nicht so drüber. Einmal. Und da ist uns der ja runtergegangen. Es ist die Stange da, die ist runtergegangen. Ist aber normalerweise keine große Sache. Da, der kommt oben an, ne? Der muss da unten durch. Ski halten, dass er nicht verkrampft. Genau, die ist jetzt im Weg, habe ich gesehen. Bitte. Na komm, schnapp, jetzt hat er geschnappt. Er ist auch nicht mehr mit sehr viel sofort zu bewegen.
So, dann schauen wir aufs Luch. Weiß ich nicht, den glaube ich müssen wir ein bisschen weiter rauslassen. So, dann probieren wir es nochmal. Das Teil draufgesetzt. Ja, Strom haben wir. Jetzt schauen wir, ob er geht. Müssen wir ein wenig. Ja. Also saften tut er. Jetzt stellen wir mal das Gehäuse pro forma drauf, ohne Überli. Ich möchte einen Rauchentwickler testen. Ja. Ja gut, ich hätte es da geklappt. Da meine ich, oder auch seinen Saft. Jetzt tun wir aber mal der Führer gehen mit dem Hebel für den Rauchentwickler. Nach vorne stellen. Und was tut er? Ja, sieht man das gar nicht so schön, he? Ja, sieht man schon, daher. Ja, wunderbar. Ja, jetzt hat er keinen Saft mehr. Kriegt ein wenig einen Saft von mir. Das ist fast wahrscheinlich zu viel. Ja, schauen wir mal. Ah, hat mich schon. Und da Kinder. Jawohl. Und wie es nass hat, brauchen wir normalerweise nicht einmal draufdrücken für Motorwald, Strom hat er vom Ding her. Ja. Also gut. Rauchen tut er und wenn er angeschraubt ist, läuft er. Wir werden vielleicht da nochmal irgendwas drunter setzen oder ich mache ihn direkt fest. Das weiß ich noch nicht. Das gibt es jetzt. Auf jeden Fall dampfen tut er. Ich werde jetzt den Motor noch ein bisschen fixieren, dass er sauber drum sitzt und nicht zueinander ruschert. Dann schraube ich ihn zusammen. Dann bauen wir einen Tender zusammen. Und dann sehen wir uns auf der Anlage. So machen wir es. So, und da kommt sie. Und wie es raucht. Schaut euch das an. Ist das eine feine Sache? Laufen tut auch relativ sauber. Ja. Wunderschön. Also Rolf. Läuft wieder. Und nochmal die Nummer für mich. Ah, ist schon was schön, wenn ich so viel dampfen will. Jawohl. Ja. Ah, die hat sich was an der Kreuzungsweichen gespießt. Ha,
Aber auch da der Motor nicht mehr das Beste, da musst du einfach immer wegen nachregeln. Gut, läuft wieder. Geht zurück zum Rolf. Also, und eins zeige ich euch noch, seine E10, die habe ich auch gemacht. So, und jetzt da noch die E10. Läuft auch wieder schön. So. Also, wenn Kontaktprobleme gehabt, das war eigentlich alles. Und die muss sagen, die zirkt da recht sauber. Ich habe jetzt da 8 Schnellzufahren drauf, auf Leichmann. Und geht immer recht. Recht sauber. So. Jetzt gehen wir nochmal kurz raus. Steigung, alles gehört immer nicht. Ich muss sagen, das geht recht für das Ding. Okay. Und das soll es jetzt wirklich auch gewesen sein. Ja. Wenn jetzt nichts mehr dazu kommt an Reparaturen, dann können wir das nächste Mal über die neue Abstellung sprechen. Ihr seht, da steht schon einiges. Stehen auch einige neue Sachen. Ja, also lasst euch überraschen, wie es weitergeht. Ich weiß selber nicht. Ja. Ja, nochmal einen kurzen Blick auf die E10. Kann man warten lassen. Mit diesem Bildern verabschiede ich mich für diese Woche oder zwei, ich weiß nicht, was kommt, aber ja. Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch was. Führt euch Gott. Bleibt gesund. Schaut einfach euch. Ah ja, analoger geht's.